Natürlich gesund, heute mit dem Kibun-Erfinder Karl Müller, direkt aus der Kibun-World hier in Zennwald. Wir reden mit ihm darüber, wieso dass sich der Kibun-Schuh, der Luftküssi-Schuh, aus dem Rinntal besonders eignet als Arbeitsschuh und ob sich der auch für die Freizeit eignet. Karl Müller, vielleicht können Sie uns zuerst gerade einmal erzählen, was speziell an dem Schuh ist. Spezielle Kibun-Schuh ist die Sohle. Die Sohle, wie man hier sieht, ist weich, elastisch, federnd, so wie ein Trampolin. Wenn man mit dem auf dem harten, flachen Boden läuft, dann fühlt man sich mit jedem Schritt wie barfuß in der Natur. Für was für Berufe und was für Arbeitsfelder eignet sich der Schuh besonders, der Kibun-Schuh? Der Kibun-Schuh ist natürlich besonders geeignet, wenn man im Alltag viel laufen muss. Weil das Laufen generell ist zwar die beste Bewegungsform neben dem Liegen, also sicher besser als Stehen und Sitzen. Aber es ist so, dass wenn man auf flachen, harten Böden laufen muss, das natürlich auch wieder schädlich ist. Und darum eignet sich die Kibun-Schuh eigentlich für alle Berufe, wo man auf harten Böden laufen muss. Gibt es auch Berufe, wo es Einschränkungen gibt, wo man den Kibun-Schuh allenfalls nicht tragen kann? Wir haben keine Stahlkappenschuhe, wir können auch keine Stahlkappenschuhe machen, weil die EN-Normen uns das nicht erlaubt mit diesen weich elastisch federnden Materialien. Darum empfehlen wir Menschen, die Stahlkappenschuhe tragen müssen und vielleicht einen stehenden Arbeitsplatz haben, einen festen Arbeitsplatz, dass man in den Stahlkappenschuhen auf der Kibun-Matte steht. Jetzt häufig sieht man ja den Schuh auch in der Gastronomie. Zum Beispiel in einem von meinem Stammlokal hat die Gastronomin auch den Schuh an. Sehen Sie das auch häufig? Wieso eignet sich der gerade im Service besonders? Ja, im Service ist man natürlich ständig unterwegs, von der Küche zu den Gästen zu servieren. Und da gibt es nichts Besseres. Da trainiert man den ganzen Körper mit jedem Schritt. Man trainiert die Füße. Man ist zur Arbeit viel weniger müde oder gar nicht müde. Ja, weil man halt auf elastisch federndem Fundament steht, gehen die Schläge nicht in den Rücken, nicht in die Knie. Die Venenpumpe wird aktiviert. Und das ist dann auch der Grund, wieso dass die meisten sagen, zur Arbeit, ich bin nicht müde, habe keinen Rückenweh und vor allem auch keine schwere Beine. Der Schuh in der Gastronomie oder auch Hotellerie ist sehr verbreitet. Unter anderem trägt der Schuh auch Bettina und Patrick Steimann, die im Hotel Hirschen zu Wildhaus arbeiten. Wir haben die beiden besucht und mit ihnen über die Erfahrung geredet. Die Bettina und Patrick Steimann. Sie arbeiten beide im Hotel Hirschen zu Wildhaus im Toggenburg. Sie als Leiterin der Rezeption, er als Küchenchef. Auch wenn die beiden Berufe sehr unterschiedlich sind, eine Gemeinsamkeit haben sie. Bei beiden ist man lang auf dabei. Also ich bin circa 12 Stunden bin ich schon in der Küche. Und das fängt morgens um 9 an, mache dann eine kurze Pause um 2:30 und fange dann ab abends um 17 Uhr wieder an und das geht dann bis Open End. Na, mindestens 8 Stunden, wenn nicht ja, an manchen Samstagen, wenn es schon einmal auch 12, 14 Stunden, wenn ein großes Bankett oder so stattfindet. Die Hochpräsenz, die selbe, ist für die beiden kein Problem. Das lange Stehen ist für sie aber bis vor kurzem unangenehm gewesen. Also ich habe schon am Ende des Tages, wenn du die Schuhe ausziehst, merkst du einfach, ja, vor allem vorne der Fußballen tut mir weh. Also das ist sicherlich, weil ich den Fuß vorne zu sehr belaste. Das habe ich schon gemerkt nach einem langen Arbeitstag. Es gab schon öfters Probleme, wo ich am Rücken gemerkt habe, dass es mal zwickt oder einfach auch nach der Arbeit sehr stark irgendwo wehtut, was dann auch am nächsten Tag noch bemerkbar ist. Ja. Die Probleme sind wohl allen bekannt, die in ihrem Job lang stehen müssen. Bei der Bettina und dem Patrick Steimann gehören die Beschwerden jetzt allerdings der Vergangenheit an. Das, seit sie den Kibun-Schuh entdeckt haben und zum Arbeiten anliegend. Es ist ganz anders. Also du steigst raus aus dem Schuh oder überhaupt nach einem langen Arbeitstag, du kommst nach Hause und es ist ein ganz anderes Gefühl. Es ist wirklich so. Es hat sich, denke ich, schon was gebessert, weil ich habe keine Schmerzen mehr, seitdem ich den Schuh trage. Ja, das stimmt schon, ja. Dazu kommt, dass sich der Kibun-Schuh aus Sicht von Patrick Steimann für Küche aus verschiedenen Gründen bestens eignet.
Ein Traum. Also ich habe es vorher gar nicht geglaubt, bevor ich es dann selber ausprobiert habe. Also wirklich, ich bin sehr beeindruckt von dieser Rutschfestigkeit, weil sie gar nicht das Profil eigentlich gar nicht herzeigt, was eben andere Sicherheitsschuhe haben. Deswegen bin ich sehr begeistert. Ja, ob auf Öl oder Wasser, überhaupt kein Problem. Zu allem her stimmt bei dem Schuh auch Qualität. Ich war früher in der Saisonarbeit und ich habe regelmäßig nach der Saison meine Schuhe wechseln müssen, wegen einfach irgendwelche Chemikalien, die durchs Wasser, durchs Putzwasser meine Schuhe wirklich kaputt gemacht haben. Das habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe wirklich die Schuhe, die ich momentan habe, habe ich seit einem Jahr und die schauen quasi noch aus wie neu. Und das war sehr beeindruckend, ja. Der Kibun-Schuh ist drum aus Ihrer Sicht der perfekte Arbeitsschuh für alle stehenden Berufe. Ja, ich würde das auf jeden Fall empfehlen, dass Sie es ausprobieren. Wie gesagt, man geht wie auf Wolken, man geht viel angenehmer. Ich finde, man merkt, dass man richtig etwas auch für den Körper tut, indem man einfach Gleichgewicht halten muss, ausbalanciert und man spürt irgendwie jeden Muskel mehr im Körper als sonst. Die Bettina und der Patrick Steinmann. Ihr Geheimnis vom beschwerdefreien Alltag liegt also im Schuh, im Luftküsse-Schuh von Kibun. Bettina und der Patrick Steinmann vom Hotel Hirscher in Wildhaus. Wir haben es gehört, die beiden sind wegen Beschwerden auf die Kibun-Schuhe aufmerksam geworden. Muss man denn zuerst Beschwerden haben, damit man so einen Schuh tragen kann? Oder könnte man den allenfalls auch vorbeugend tragen? Der Kibun-Schuh hilft in sehr, sehr vielen Fällen Beschwerden. Und noch besser ist es natürlich, wenn man ihn vorbeugend trägt. Weil dann ist die Chance sehr groß, dass die Beschwerden nie kommen. Und noch viel wichtiger, es ist ein unglaublich angenehmes Gefühl, wenn man auf der Kibun-Sohle so weich, elastisch, federnd läuft, dann ist das Gefühl, das sicher non plus ultra ist. Angenehm, aber am Anfang sicher auch ein bisschen strenger, weil es ungewohnt ist. Ja, alles, was man neu macht, wie jedes Training, muss man sich ein bisschen gewöhnen, muss den Körper sich ein bisschen anpassen, das ist klar. Aber die allermeisten sind sofort begeistert, wenn man den Kibun-Schuh mal ausprobiert. Und dann hat es ja noch andere Vorteile. Irgendwann wird der Kibun-Schuh ja auch als kleinstes Trainingszentrum bezeichnet. Kann man da während dem Arbeiten sozusagen trainieren? Was trainiert man da? Ja, man muss auf gar nichts achten. Man trainiert automatisch. Die Füße bewegen sich viel mehr in alle Richtungen. Das tut die feinen Muskeln aktivieren, das tut die Körperhaltung aufrecht stellen, das tut die Gelenke schonen. Alles in einem, einfach nur während dem Gehen beim Arbeiten. Also der Schuh, wir haben es gesehen, ist geeignet besonders für die Gastrobranche, eben alle Berufe, die man stehen kann, wie auch im Verkauf. Beispielsweise der Michael Augsten trägt auch so Kibun-Schuhe. Wir haben ihn in Zahlstetten in seinem Geschäft besucht. Der 35-jährige Michael Augsten führt Zahlstetten im St. Galler Ringtal Maschinen-, Werkzeug- und Schraubenfachgeschäft Albert Zuhne. Als Geschäftsinhaber vom Kleinbetrieb steht er jeden Tag 10 bis 12 Stunden auf der Beine. Wer so lange stehen muss, klagt oft über Schmerzen. Also ich hatte immer ein Problem mit den Fusssohlen, dass sie einmal eine längere Zeit oder nach einer längeren Zeit einmal ein Wehtun hat. Und ja, auch müde Füße hatte ich am Lauf vielfach. Dieses Problem hat sich der Michael Augster in der Zwischenzeit aus der Welt geschaffen. An der Olma, der Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung, ist er am Stand von Kibun das erste Mal in einen Luftküsse-Schuh geschlafen und von Anfang an weg begeistert gewesen. Also wie auf einer Küsse hat sich das angefühlt und hat gedacht, das ist sicher eine gute Sache. Und es sind hier wirklich auch keine Schmerzen mit den Fusssohlen, auch nicht mehr keine müde Beine mehr. Und dann habe ich teils den Ischias habe ich auch noch gemerkt und der ist jetzt eigentlich auch weggegangen. Ja. Seit der Michael Augster den Kibun trägt, kann er unbeschwert durch den Arbeitsalltag. In dem gibt er seine positive Erfahrung mit dem Luftküsse-Schuh auch seinen Kunden weiter. Auch wenn er den speziellen Schuh nicht im Sortiment hat. Die letzte ist einmal hat mein Kunde darauf angesprochen, was das für ein Schuh ist und ob er auch Ring ist, weil er hat die gleichen Schmerzen teils. Und dann habe ich ihm gesagt, das ist wirklich eine super Sache. Und mittlerweile hat er auch einen gekauft und er ist wirklich auch super zufrieden.
In der Zwischenzeit hat Michael Augstöch den Keyboard mit der weichen elastischen Sohle auch etwa am Feierabend und im Ausgang an. Wenn ich nicht zu lange in den Ausgang will, dann lege ich andere Schuhe an, weil dann tun mir die Füße eher weh und dann gehe ich eher wieder heim. Und wenn ich etwas länger in den Ausgang will, dann lege ich sicher den Schuh an, weil mit dem kann ich die ganze Nacht durchstehen. Wie das Beispiel von Michael Augstöch zeigt, haben also trotz allem zwischendurch auch die harten und schmerzhaften Schuhe einen Vorteil. Missen will der Michael Augstöch den weichelastischen Kibbutz aber nicht mehr, denn der bietet ihm nicht nur einen schmerzfreien Alltag, sondern auch eine Entspannung von seinem Körper. Der Michael Augstöch von der Albertsonne AG zu Altstetten. Karl Müller, wir haben es gesehen, der Michael Augstöch trägt die Schuhe beim Arbeiten, ab und zu auch in der Freizeit. Er hat etwa einmal, wenn er früher heim muss, wie wir gehört haben, wieder Schuhe mit harten Sohlen an. Jetzt kann man überhaupt noch mit so Schuhen laufen, den gewöhnlichen Schuhe mit harten Sohlen, wie man mal in einem Kibunschuh entstanden ist? Können laufen tut man natürlich immer in einem harten Schuh. Die Frage ist einfach, ob man will. Weil es ist dermaßen angenehm, dass man natürlich viel lieber auf einer weichen Wiese läuft, als auf einem harten Pflaster. Man redet jetzt immer, wie angenehm also es ist, in diesem Schuh zu laufen. Wo kann ich denn das selbst einmal erleben, wenn ich noch nie in einem so Kibunschuh gestanden bin? Wir produzieren Kibunschuhe ja in Sinnwald. Und integriert in der Produktion haben wir eine Erlebniswelt, wo man kann, auch zum Beispiel wandern auf dem Felsen, den Untergrund spüren. Und am allerbesten probiert man es hier aus. Selbstverständlich haben wir auch Shops in der ganzen Welt verteilt. Die finden Sie auf dem Internet. Da kommen ja Leute von weit her zum Teil, um das einmal erleben und auch zu sehen, wie der Kibunschuh produziert wird. Kann man da als Einzelperson kommen oder muss man da als Gruppe kommen? Wie sieht das aus? Ja, wir haben die Erlebniswelt in Sinnwald extra darum gemacht, dass man kann als Einzelperson mit der Familie, mit Freunden oder auch mit einer grösseren Gruppe uns besuchen kann. Bei grösseren Gruppen sind wir froh, wenn man sich anmeldet, dass wir vorbereitet sind. Wichtig ist einfach, dass man genug Zeit mitbringt. Wenn man alles im Einzelnen anschauen will, kann man sicher den ganzen Tag hier verweilen. Die Kibun-World erleben, wenn den Haufen Leute, die Kibun-Schuhe zum einen schon kennen, andere, die diese Technologie kennenlernen und die Gelegenheit nutzen, um der Produktion über die Schulter zu schauen oder auch hier mehr über den eigenen Körper zu erfahren. Zwei Personen, Highway-Schweizer, die das gemacht haben, die aus Australien kommen, haben wir kürzlich begleitet. Irene Millard-Faude und Ruth Bloch leben in Australien. Die beiden Kolleginnen nutzen ihren Aufenthalt in der Schweiz, um die World of Walk on Air in Sinnwald zu besuchen. Das, weil beide begeisterte Kibbutz-Trägerinnen sind. Da muss man einfach reinstehen und dann hat man das Gefühl, es ist so weich, man kann sich nichts wehtun, vom Fuß zum Knie, zum Rücken. Es ist einfach das Beste, was ich schon je hatte. Und die Erfindung ist wirklich genial. Die Irene Millard-Faude hat mit ihrer Erfahrung und Schwärmerei Ruth Bloch vor Jahren fast dazu gezwungen, den Kibbutz auch einmal anzulegen. Seit dem ersten Schritt ist sie begeistert und will nicht mehr auf den Luftküssenschuh verzichten. Denn das Gefühl ist einmalig. Man ist wie auf einer Welle. Fast. Wie auf einer Welle. Ich wollte nicht gerade sagen in Heaven, aber auf einer Wolke, ja. Die Vorteile des Kibbutz sind offensichtlich. Ja, man ist natürlich weniger müde und vor allem man hat keine Schmerzen. Das ist ja das Wunder. Eben, wenn man schon ein bisschen älter ist, Knie ist bei mir ein bisschen das Problem. Links Arthroskopie, rechts zweimal. Man will ja nicht noch schlimmer werden, aber mit diesen Schuhen kann man wirklich wieder gehen, kann man wirklich Freude haben wieder am Leben und gehen. Man merkt, man tut nichts gut, man tut Muskeln stärken. Muskeln helfen, alles wieder zusammenheben ums Knie herum und es ist einfach super. Das nicht nur, um sich auf harten Böden oder in der Natur zu bewegen, sondern auch zum Sport zu treiben. Wir haben immer Social Tennis vom 9 bis am 12. Und so um 11 Uhr habe ich mir gedacht, oh, soll ich jetzt echt hören? Da habe ich rechts ein bisschen gemerkt, dass es ein bisschen wieder wehtut. Und dann habe ich gedacht, das nächste Mal nehme ich den Kibbutz mit.
Und dann habe ich den Turnschuh, also als Turnschuh angelegt quasi. Und mit dem Tennis gespielt. Die ersten paar Schritte so hin und her gehen, habe ich schon gemerkt, oh, hast echt den Speed gleich ein bisschen, oder ja, wackelst mehr. Aber nein, genial, es ist gut. Und ich spiele jetzt bis um 12 Uhr. Die Kibub-Fans sind nicht nur vom Luftküssi schon begeistert, sondern auch überrascht, wie er hier in Zinnwald hergestellt wird. Jeder, der den Kibub und sich beklagt, wie viel er kostet, hat das gerade total vergessen, weil jeder Schuh ist individuell Handarbeit gemacht, die ich jetzt selber gesehen habe. Die Produktionslinie ist so lang und so intricate. Es ist ein Wunderschuh, kommt dort raus und kein Wunder ist er teuer. Aber jeder Dollar ist es wert, das möchte ich sagen. Der Besuch in der World of Walk on Air hat sich für beide Frauen gelohnt. Mit vielen Eindrücken und neuen Erfahrungen reisen sie zurück auf Australien und werden dort bestimmt von ihrem Erlebnis erzählen. Kibun World hier im Zinnwald ist also eine Reise wert. Karl Müller, wir haben es gehört, der Luftküssi-Schuh von Kibun eignet sich zum einen als Arbeitsschuh, als Freizeitschuh, bis hin im Training, im Sport, wie im Tennis, den wir hier gerade gesehen haben, im Beitrag. Wo kann man den Schuh sonst noch überall einsetzen? Den Schuh kann man eigentlich überall einsetzen, auch zum Wandern. Auch dort, wo der Boden teilweise uneben ist, wo es spitzige Steine hat. Im Sand würde ich jetzt nicht einsetzen, da ist die Anstrengung viel, viel zu gross, weil es sich dann verdoppelt. Am besten eignet er sich selbstverständlich auf den flachen, harten Böden, weil er die Eigenschaft hat, dass er eben die flachen, harten Böden in einen Naturboden umwandeln tut. Sie sehen ja Ihre Kibun-Schuhe nicht in erster Linie als Schuhe, als Fußbekleidung, sondern als Gesundheitsgerät. Hier in der Kibun-Welt finden hier auch Gesundheitsveranstaltungen statt, oder wie sieht das aus? Wir haben spezielle Tage, wo wir themenbezogen auch Fachleute hier haben, die einen begleiten, Fragen beantworten. So haben wir zum Beispiel Arthrose-Tage hier, Einlagentage, wo man sich informieren kann, soll man Einlagen tragen oder nicht, was gibt es für Alternativen, wie kann ich Arthrose bekämpfen, respektive Arthrose-Schmerzen bekämpfen, ohne zu operieren. Da haben wir ein ganzes Kalenderprogramm durch das Jahr, wo man so spezielle Tage anbietet. Also dann kann man da nicht nur etwas erleben, sondern erfahrt etwas über Gesundheit, wird individuell beraten. Wenn also die nächsten Gesundheitstage stattfinden, hier in der Kibun World in Zinnwald, findet sie unter www.kibun-world.ch. Karl Müller, herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Ihnen zu Hause wünsche ich alles Gute. Bleiben Sie natürlich gesund.